Heute möchte ich euch ein paar kleine Basics mitgeben. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr vor der Kamera locker wirkt, wie ihr genauso wirkt, wie ihr es analog schon könnt. Du kleines, empathieloses Ding da. Ja, nicht du jetzt da. Das Ding, dieses Objektiv, dieses kalte Objektiv, in das wir reinschauen müssen und das plötzlich ganz andere Menschen aus uns macht. Du kennst das vielleicht, die Kamera geht an, normalerweise im analogen Leben, das sind wir, ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Yvonne de Barck, ich bin Körpersprachetrainerin und ich helfe Menschen, analog und digital aufzutreten, so wie sie sich gut fühlen, wie sie begeistern können. Und dann schaltet sich die Kamera ein und was passiert? Guten Tag, mein Name ist Yvonne de Barck. Ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und ich helfe Menschen, wie sie analog und digital. Können wir nochmal machen? So geht das. Jetzt habe ich die Kameraleute hier erschreckt. So geht das. Wir sind plötzlich ganz andere Menschen, wenn dieses kleine Licht da angeht oder wenn der Button gedrückt wird. Und heute möchte ich euch ein paar kleine Basics mitgeben. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr vor der Kamera locker wirkt, wie ihr genauso wirkt, wie ihr es analog schon könnt. So, und schon geht's los. Als allererstes, der Seemann. Passt bitte auf, ihr habt diesen Bildausschnitt. In diesem Bildausschnitt kommt es darauf an, wie ihr euch bewegt. Natürlich sollt ihr euch natürlich bewegen, das ist klar. Ihr sollt lebendig sein, ihr sollt locker sein. Aber bitte nicht zu locker und nicht den Seemann machen. Also nicht den seitlichen Seemann, das ist dieses Wanken, was gerne mal gesehen wird. Oder auf gar keinen Fall bitte das Vor- und Zurück. Wanken, dieses nach vorne und nach hinten gehen. Was passiert nämlich, wenn du nach vorne oder nach hinten gehst in dem Bildausschnitt? Du wirst auf einmal größer oder wirst ganz klein in dem Bildausschnitt. Und das sollst du nicht machen. Du sollst schön ruhig an einer Stelle stehen, nicht nach rechts oder nach links und nicht nach vorne und nach hinten. Und dann gibt's den Seemann, der auf den Ausguck möchte und der sich ein bisschen auf die Fußspitzen so hochdrückt die ganze Zeit. Alles, was du in diesem Bildausschnitt machst, das wirkt viel, viel größer. Also lass es bleiben. Wenn ich Coaches habe in meinen Trainings, den Tipp gebe ich dir jetzt mal mit. Ich setze denen einen Rucksack auf die Füße. Dann haben die einen haptischen Reiz und dann gehen die nicht mehr hoch. Siehst ja eh nicht die Füße, ne? Bis hierhin. Und dann gehen die nicht mehr hoch. Also keinen Seemann bitte, ja? Und auch nicht dem im Ausguck. Dann als zweites, Körpersprache vor der Kamera. Schwierig, wohin mit den Händen? Die sind genauso, wie wenn du vor Menschen redest, sind die auf einmal, die gehören nicht mehr zu dir. So, wohin damit? Wenn du sie geparkt hast, wenn du sie hier vorne vor dem Bauchnabel geparkt hast, das mache ich, da fühle ich mich am wohlsten, habe ich einen sehr, sehr guten Tipp für dich. Lass sie doch mal auseinander. Du parkst sie hier, dann fängst du an zu gestikulieren und dann lass sie einfach mal auseinander. Weil sonst passiert nämlich das, was ganz häufig passiert, die Magnethände. Guten Tag, Yvonne de Barck. Körpersprachetrainerin, immer wieder gehen die Magnethände hier zusammen, als ob Magnete drin wären. Deswegen park sie hier, lass sie dann irgendwann mal auseinander. Probier das mal aus. Du musst es ausprobieren. Vielleicht ist es was für dich, vielleicht ist es auch nichts für dich. Aber so habe ich mir angewöhnt, so mehr zu gestikulieren und mehr meine Worte zu unterstreichen, auch vor der Kamera. Und das wirkt dann automatisch lebendiger vor der Kamera. Ein Riesenproblem vor der Kamera ist, schaut mal gerne Moderatoren an im Fernsehen, ist, dass das Kinn zu weit nach oben geht. Hier, der Hals wird gezeigt, der Hals wird präsentiert. Das Kinn geht hoch und plötzlich sprecht ihr so in die Kamera. Dieses fehlende emotionale Feedback, das wir nicht bekommen von diesem kleinen toten Objektiv, das ist daran schuld, dass wir plötzlich unsere Halsseite präsentieren, unseren Hals präsentieren, das Kinn geht hoch. Das sieht im Zweifelsfall, wenn ihr noch nicht mal lacht dazu oder lächelt vor der Kamera, dann sieht es gleich arrogant aus. So, guten Tag, Yvonne de Barck. Also, denkt dran, bitte Faden hinten raus, macht den Nacken schön lang.
den Nacken lang machen. Schaut euch daraufhin mal bitte eure Videos wieder an, wenn ihr sie gedreht habt, dass ihr das Kinn ein bisschen runternehmt und den Nacken schön lang macht. So. So ist besser, ne? Als so. Dann, wie könnt ihr automatisch positiv wirken? Ich habe eine Übung für euch, die habe ich für mich entdeckt, die mache ich in meinen Trainings auch. Wenn ihr positiv wirken wollt vor der Kamera, und ihr solltet das, lächeln ist, ich würde sagen, das größte Problem, das die Menschen vor der Kamera haben, also das fehlende Lächeln. Die lächeln einfach nicht. Sie erfrieren, sie erstarren. Und ich habe eine Übung, könnt ihr jetzt gleich mitmachen, ich habe eine Übung, die euch sofort in positive Stimmung bringt. Also, einatmen. Den Mund zum Grinsen ziehen. Und nach oben gucken und die Luft anhalten. Ja, und jetzt irgendwann müsst ihr wieder ausatmen und dann... Und dann fangt ihr automatisch an zu lachen. Ich habe das gestern auch wieder gemacht, als ich vor die Kamera musste, habe ich das auch gemacht. Probiert es aus, es funktioniert so hervorragend. Also Luft anhalten, einatmen, Luft anhalten, grinsen und nach oben gucken. Herrlich. Was ich sonst auch noch mache, ist, wenn ich vor einem Videoprojekt bin, ob ich nun ein oder mehrere Videos aufnehme, ist egal. Ich stelle mir immer vor, in Großdruckbuchstaben, Freude. Freude in Großdruckbuchstaben. Und dann komme ich in eine schöne, angenehme Stimmung. Und ich habe so ein inneres Lächeln, das sich nach außen transportiert. Ich freue mich auf meine Zuschauer, die ich zwar nicht sehe, aber die ich mir ja vorstelle in dieser Kamera. So, was steckt jetzt hinter dicker Bär? Ach, mein Lieblingstipp. Wenn ich vor die Kamera gehe und ich merke, die Stimme flitscht nach oben ab oder ich rede zu schnell, was mache ich dann? Ich stelle mir vor, ich bin ein dicker, behäbiger Bär. Dadurch wird die Stimme automatisch tiefer. Die eigentlich nach oben abflitschen möchte, die wird automatisch tiefer und das nivelliert sich dann auf einer schönen, ruhigen, auf einem schönen, ruhigen Level. Und ich bin wieder, ich wirke wieder souverän vor der Kamera. Lächeln nicht vergessen. Ne? Aber grandios, wenn ihr nervös seid vor der Kamera oder auch vor einem Vortrag vor Menschen. Ich bin ein dicker, behäbiger Bär. Noch ein Tipp für euch, wenn ihr nervös seid vor der Kamera, wenn ihr euch unwohl fühlt vor der Kamera. Ich war ja ganz, 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 ganz lange, also 28 Jahre war ich ja vor der Kamera, aber immer in Rollen. Ich habe Ärztinnen gespielt, ich habe Polizistinnen gespielt, ich habe alles Mögliche gespielt. Und das war ein Schutz für mich. Als ich dann auf die Bühne gegangen bin und plötzlich die Menschen vor mir hatte, die mich angeschaut haben und erwartungsvoll gehofft haben, dass sie jetzt was Tolles zu hören bekommen, da habe ich mich plötzlich nackt gefühlt. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ich hatte keine schützende Rolle mehr um mich. Und wenn ich jetzt auf die Bühne gehe oder wenn ich jetzt vor die Kamera gehe, dann mache ich genau das Gleiche. Ich bin zwar immer noch Yvonne de Barg, aber ich bin in der Rolle einer Speakerin. Ich bin in der Rolle, die genau weiß, was ihr Ziel ist, die genau weiß, was sie erreichen möchte. Und das schützt mich. Da habe ich einen Kokon um mich. Und damit kann ich immer das erreichen, was ich erreichen möchte. Jetzt kommt ein Tipp, der ist ganz einfach. Das hat jetzt nichts mit Mindset zu tun. Das ist ganz einfach umzusetzen. Wenn ihr 1, 2, 3, 4, 5 Videos dreht, wenn ihr einen Online-Kurs macht, wenn ihr für LinkedIn, Xing, was auch immer, Instagram, wenn ihr für Social Media Videos dreht, nacheinander weg, wenn ihr 5, 6 Videos dreht, bitte dreht die erste am Schluss nochmal. Also ihr fangt an zu drehen. Ja, die erste, die macht ihr ganz normal, dreht die, dann kommt die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte.
Und dann dreht ihr die erste am Schluss nochmal. Weil da habt ihr die Energie aufgebaut, da seid ihr im Flow, da funktioniert es, da könnt ihr das transportieren, was ihr transportieren wollt. Die erste, meint ihr, ich nehme die erste bei mir? Nein, ich schmeiß die erste immer weg. Ich drehe sie dann am Schluss nochmal und dann habe ich die Energie, die ich brauche, dass sie so wirkt, wie ich es möchte. Also, die erste immer am Schluss noch einmal. Wenn ihr vor die Kamera geht, nehmt euch bitte einen Feedbackgeber, den ihr neben die Kamera stellt. Jemand, der euch das Feedback gibt, was ihr normalerweise nicht bekommt von diesem kleinen Ding da. Der steht daneben und der gibt euch Zeichen. In den Kameratrainings übe ich das mit jedem. Ihr müsst euch ganz gut aufeinander abstimmen und ihr müsst die Signale auch deutlich senden. Zum Beispiel, ihr habt jemanden, einen Protagonisten, den ihr unterstützen wollt, als Feedbackgeber, stellt euch neben die Kamera und macht zum Beispiel das Zeichen aus Lächeln. Dann macht ihr so. Ja, ich weiß, das sieht doof aus, aber es hilft. Es hilft großartig, weil jetzt weiß derjenige, ah, okay, da ich muss wieder mehr lächeln, muss ich in bessere Stimmung bringen und so weiter. Und dann könnt ihr performen vor der Kamera, wie ihr das müsst. Und der Feedbackgeber, der muss die Energie geben. Er steht neben der Kamera, er nickt, er lächelt, er hört ganz genau auf das, was ihr sagt. Er ist das Publikum. Der Kameramann ist gerade aufgestanden und gibt mir Energie. Danke. Danke, Martin. Das ist großartig, das hilft. Irgendjemand muss euch ja Feedback geben. Und von dem kleinen Ding bekommt ihr das nicht. So. Und dann stellt ihr euch daneben dran als Feedbackgeber und dann bekommt ihr die Energie, die ihr braucht. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine kleine Idee für euch. Habt Lust am Scheitern. Es ist doch egal. Ihr könnt es doch drehen, so oft ihr wollt. Dreht so oft ihr wollt. Das ist das Schöne an Videos. Ihr könnt es drehen, drehen, drehen. Und dann seht ihr, das gefällt mir nicht. Macht es einfach nochmal. Aber macht es bitte. Fangt an mit kleinen Videos, die ihr mit dem Smartphone aufnehmt und übt, 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 übt. Und wenn was passiert, ist doch egal. Wenn es nicht so wirkt, ist doch egal. Habt Lust am Scheitern. Es kann immer mal was passieren. Kann mal sein, dass ihr nicht in der richtigen Stimmung seid. Es kann sein, dass irgendwas von außen, irgendwelche Umstände euch nicht so wirken lassen, wie ihr wirken wolltet. Aber macht weiter. Dazu habe ich euch ein kleines Filmchen mitgebracht. Hier geht es um das Weitermachen und die Lust am Scheitern. Film ab. Die Interaktion ist beim Webinar natürlich, also wir sagen jetzt einfach Webinar dazu, hört ja keiner zu, oder? Oder sollen wir online? War das jetzt geplant? Ich glaube nicht. Ich würde es dir zutrauen, aber ich glaube nicht. Geht ihm gut? Alles okay? Nein! Ich dachte jetzt echt, das wäre eine Einlage. Hast du dir wehgetan? Ja, ich habe mir wehgetan. Danke der Nachfrage. Ja, sowas kann passieren. Das Witzige daran ist, meine Tochter, die war unter mir, ne? Also ich war im Studio oben, die war unter mir und die schickt dann mitten ins Seminar rein, schickt sie, Mama, alles okay? Das muss einen Schlag getan haben. Ja, okay. Also ich habe es überlebt und ich habe noch 2 Stunden weitergemacht und ich habe mich dann erst darum gekümmert, mir einen Eisbeutel hinten drauf zu klemmen. Ja, habt Lust am Machen, am Tun, am Weitermachen, am Scheitern. Eine kleine Geschichte noch, wie ihr das vermitteln könnt, was ihr vermitteln wollt. Und ihr seid Speaker, ihr habt eine Botschaft. Ihr seid vollgepackt mit Wissen, mit Herz, mit Bauchgefühl, das ihr auch an den anderen vermitteln wollt, das ihr auch übertragen wollt. Und macht das bitte. Mein kleiner 8-jähriger Sohn, also damals 8-jähriger Sohn, der hat mir sehr, sehr geholfen. Mit einem einzigen Satz, und den möchte ich euch als mein Geschenk mitgeben
für alle eure Speakings, für alle eure Auftritte, für alle eure Videos, die ihr dreht, für jedes Mal, wenn ihr jemanden euer Wissen geben wollt. Mein kleiner Sohn, als ich damals vor 10, 11 Jahren wahnsinnig aufgeregt war, ich habe gezittert, die Nackenhaare haben sich zu Berge gestellt. Und es war morgens und ich musste einen Vortrag halten, über 6 Stunden lang. Da habe ich gesagt, Dori, 8 Jahre, ne, so ein kleiner Pimpf. Dori, ich bin so aufgeregt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt alles werden soll. Und da hat der kleine Pimpf zu mir gesagt, Mama, du gibst deinen Zuschauern mit deinem Wissen ein Geschenk. Oh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ich habe dieses Geschenk von ihm, diesen Satz, habe ich mitgenommen für mich und möchte es an euch weitergeben. Ihr habt so viel zu geben. Gebt euren Zuschauern mit eurem Wissen ein Geschenk. Dankeschön.